Please hold for a very important message. Schnuffelhasen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Sani und ich bin dein Lieblingsroaster mit Herz und ich heiße dich heute herzlich willkommen zu einem neuen Review. Es geht um Couple Challenge Folge 3. Ich melde mich immer noch aus Paris. Wir sind heute noch in der Wohnung von der lieben Laura, einem wunderschönen Schnuffelhasen, innerlich wie äußerlich. Wir werden heute die Wohnung verlassen von Laura, die Hunde und ich, und dann ziehen wir in eine eigene kleine Butze. Wir machen einfach Remote, nennt sich das, glaube ich, mittlerweile, wenn man Homeoffice macht und das eigentlich egal ist, von wo aus man das macht. Wir haben beim letzten Mal schon einige einen schönen Urlaub gewünscht. Eigentlich ist es gar kein Urlaub, es ist einfach nur Arbeiten von einer anderen Location aus. Morgen geht ja auch Love Island los, das bedeutet, es wird an bestimmten Tagen auch 2 Reviews geben oder ich fasse 2 Folgen zusammen. Ich muss mal gucken, wie ich das diesmal mache. Auf jeden Fall ist das Ziel ganz klar, dass ich diese Love Island Staffel zu Ende drehe, nicht so wie die letzte. Falls du neu bist auf meinem Kanal, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du einer unserer Schnuffelhasen wirst. Wir sind so viele und wir freuen uns über noch mehr. Wir empfangen dich mit offenen Armen. Wir haben hier nur ein kleines Agreement und zwar schauen wir uns die Werbung auf dem Kanal an und während ihr die Werbung anschaut, könnt ihr super effektiv sein und einfach einen Kommentar verlassen, denn uns interessiert sowieso alle, was du denkst. Was denkst du über die gesehenen Bilder? Wie geht es dir damit? Du bist nicht alleine. Das ist hier sowas wie Public Viewing mit Mind Sharing, um das jetzt einfach mal auf Englisch auszudrücken. Wo kannst du die Couple Challenge gucken? Du kannst sie gucken auf RTL Plus. Dafür brauchst du ein RTL Plus Abo. Hier gibt es auch satte Rabatte auf meinem Kanal. Und zwar begibst du dich einfach unten in die Infobox und folgst dem Link und gibst den Rabattcode ein und dann sparst du im zweiten und im dritten Monat 50% auf deine Mitgliedschaft. Was habe ich noch zu sagen? Ich glaube an der Stelle jetzt erstmal gar nichts. Wir fangen jetzt einfach an. Mir ist so schlecht und ich kann fast nicht essen. Ich schwöre, im Moment bin ich irgendwie gerade echt sauer. Süß. Die beiden Ladies haben das ein bisschen übel genommen, dass sie jetzt in der Exit-Challenge sind. Haben mit einigen Nominierungen nicht gerechnet und das Ego steht denen halt im Weg, weil eigentlich ist es doch auch scheißegal. Ihr kanntet vorher keinen von denen so wirklich, außer dass die Vicky mit dem Calvin rumgebumst hat. Aber ansonsten, es ist einfach das Game. Nehmt es nicht persönlich. Ich bin halt immer noch der Meinung dafür, dass wir uns gestern wirklich so viel Mühe gegeben haben und wirklich am wenigsten Geld verloren haben. Hätte mir vielleicht ein bisschen mehr Dankbarkeit von den Leuten erwartet. Das ist genauso wie auf der Arbeit. Wenn ihr auf der Arbeit mit Erkältung zur Arbeit geht, dann würde ich das eines Tages niemand danken. Ich will jetzt keinen dazu animieren, sich krank zu melden und zu simulieren, aber ich habe so viele Freunde, die krank zur Arbeit gehen und die denken, es wird applaudiert. Nein, irgendwann ist es auch scheißegal. Und hier in diesem Zusammenspiel ist es einfach so, ich hätte euch auch nominiert. Ich würde immer die Stärksten nominieren. Weil was bringt es mir, wenn ihr diese Gewinnsumme hochhaltet, wenn ihr mich am Ende im Finale kickt? Oder das Wort mit F am Anfang, was ich jetzt lieber nicht sage, weil sonst gibt es Probleme hier. Wisst ihr, was ich meine? Also ich würde euch auch nominieren. Ich wäre, ich bin von dir schon ein bisschen enttäuscht. Eigentlich richtig. Ich weiß jetzt auch nicht mehr oder weniger entscheiden, bin ich auch ehrlich. Also war es nicht deine Entscheidung, oder wie? Nee. Erstmal die liebevolle, zarte Freundin noch mit in den Dreck ziehen. Also Laura, ich war das eigentlich gar nicht. Das war meine Freundin, die euch raushaben wollte. Ich weiß wirklich nicht. Aber wieso lässt du sie entscheiden? Wieso hat sie bei euch so die Hosen an? Na, Hosen an nicht. Nee, gar nicht. Sie hat sie nur bei der ersten Challenge so richtig zusammengeschissen und meinte, glaube ich, sowas wie, ich würde jetzt am liebsten in die Fresse hauen. Also es erweckt so leicht den Anschein. Natürlich, das sieht man doch auf den ersten Blick. Das hat man auch bei der Aufgabe gestern gesehen, dass sie einfach ihn die ganze Zeit angeschrien hat und irgendwie unterbuttert hat. Ja, vielleicht ist es auch deren liebevolle Art, miteinander umzugehen. Die Denise ist ja auch 10 Jahre, glaube ich, älter als der süße Fußballer hier. Ich finde den wirklich sehr, sehr süß. Also auch sehr, sehr sexy, muss ich ganz ehrlich sagen. Zum Glück versteht mein Freund kein Deutsch. Nein, das wäre auch kein Problem. Aber ja, die Denise wirkt schon ein bisschen nicht motiviert, sondern nicht auch aggressiv, aber auch so dominierend. Ich finde es jetzt auch kindisch hier zu diskutieren. So, das ist ja nicht böse gemeint. Das ist nie böse gemeint. So. Ich kann dir und dir immer noch in die Augen schauen. Ja, ich dir auch, aber ich hasse dich trotzdem ab dem jetzigen Zeitpunkt. Ich kann dir aber auch in die Augen gucken. Er kann in dich hingehen und sagen, hey, Schatz, du, ich möchte die nicht wählen, weil ich finde die super cool, ich feiere die unnormal. Ja, ist sehr klar, dass er es nicht machen kann, ne? Ja, würdest du ihn dann beschützen, wenn sie ihm dann ein Ding zieht, die Denise? Würdest du dich da vorstellen in die Bresche und ihn dann beschützen? Nein. Also erwarte auch nicht von ihm, dass er sich für euch einsetzt. Ich finde es halt ehrlich gesagt echt schlimmer von den anderen zwei. Das hat er mir im Leben nicht gedacht. Ja.
ich hatte so Mitleid, hab so gesagt, ey, lass die nicht wählen und so, die Armen und so, so. Warum hattet ihr Mitleid mit den Kleinen? Die werden immer als die kleinen Mädchen dargestellt. Die eine verdient ihr Geld mit Schmuddelfilmen. Ich glaube, so klein ist sie nicht. Und tut sie dir deswegen leid oder warum tut sie dir leid? Ich meine, die sind ja nicht unbeholfen oder überlebensunfähig. Die brauchen euch doch nicht leid zu tun. Das ist wirklich von den Kleinen, oder? Richtig asozial. Richtig Snitch-Muff, ich schwöre, ey. Die kleinen asozialen Mäuse, ne? Und irgendwie ist das dann schon so, als hätte man halt so eine Abfuhr von einem Typen so bekommen, wo man eigentlich dachte, er ist nicht so und dann ist er aber so. Und das waren halt in dem Fall die zwei Mädels. Man muss sich das halt immer in seine eigene Sprache übersetzen. Und die Vicky und die Laura reden ja am liebsten über Plastic Surgeries und über Boys. Und deswegen mussten die sich das einmal so in ihre eigene Welt transportieren und es halt übersetzen. Und es ist halt einfach so, als wenn irgendein Typ dir einen Korb gibt. Und dann bist du auch zutiefst zerstört und erschüttert, weil das Leben macht dann einfach keinen Sinn mehr. Weil wenn Boys dich nicht nähren mit Komplimenten und Liebe, was macht das Leben dann noch für einen Sinn? Wozu die ganzen Eingriffe? Oh Mann, die Mädels tun mir schon leid. Ja, mir auch. Man hätten wir Kevin jetzt gewählt, Alter. Ja, sag ich, deswegen habe ich gesagt, die können es leichter einstecken. Guck mal, wie beleidigt die jetzt sind. Und das aus dem Mund der kleinen Mädels, ne? Also ich finde, die sind den alten Mädels, so viel älter sind Laura und Vicky ja nicht. Also die sehen halt ein bisschen reifer aus, dadurch, dass auch viel passiert ist in den Gesichtern. Aber die kleinen Mädels, finde ich, sind da mehr so in der Seele als im Ego. Die sind sich halt auch jetzt ziemlich sicher, weil die gestern ganz gut waren. Aber das, wenn man sich zu sicher ist, fällt man auch viel tiefer, als man denkt. Aber denkt ihr, die sind gut in logischem Denken? Hm. Ich weiß nicht. Also Laura kann wohl kein Mathe. Also ja, Laura kann nicht nur kein Mathe, ich glaube, da gibt es noch ein paar andere Defizite, würde ich jetzt einfach mal so sagen, von meinem Bauchgefühl her. Ja, so wie auch. Ich. Okay. Und die haben wohl auch irgendwie gedacht, der Trockner in der Quarantäne sei ein Kühlschrank. Okay. Und sie dachte so, mein Gott, ich dachte, ich sei unterbelichtet. Ach du Scheiße. Sie hat einen Trockner für den Kühlschrank gehalten. Oh Gott. Okay, safe gewinnen wir das Ding. Ey, wir sind gefickt. Ich kann nicht rechnen. Ich auch nicht. Punkt vor Strich, ne? Was ist das? Was heißt? Was ist Punkt vor Strich? Punkt, geteilt und mal. Mal kommt vor Plus und Minus. Ja. Guck mal, das ist so, ihr müsst jetzt vorher, also viel, viel, viel vorher ansetzen. Bevor ihr denen das alles erklärt, müsst ihr vielleicht erstmal erklären, was ist ein Punkt, was bedeutet mal, was bedeutet geteilt, was ist das überhaupt? Das bringt jetzt nichts, dass ihr mit diesen ganzen Worten um euch schmeißt und sagt, das eine kommt vom anderen. Pädagogik, ne? Ist auch nicht für jedermann etwas. Aber das kommt dann nicht. Ja, mal und durch kommt also von dem Plus und Minus. Ja, und genau. Plus am Ende dann machen. Ja. Ja, so in etwa. Aber weißt du was, ist auch egal. Mach einfach irgendwas. Mach einfach irgendwas, weil ich glaube, so schnell, so intensiv kann dieser Crashkurs gar nicht sein, als dass ihr danach wisst, wie Mathe funktioniert. Wir haben richtig Bock auf das Geld. Wir wollen das Geld gewinnen, deshalb sind wir hier. Und ein bisschen wegen Fame. Weil wenn du Fame hast, dann brauchst du auch gar nicht mal so viel Geld. Weil dann kannst du zum Beispiel so ein BBL, das ist so dieser Fetttransfer, den viele aus der Branche sich machen lassen, dann kannst du den einfach im Rahmen einer Kooperation machen. Ich glaube, bei Vicky war das der Fall. Dann braucht man auch gar nicht mehr so viel Geld. Also eigentlich hat man so oder so ein paar Eingriffe gewonnen. Weil ich einfach so viel Wucht hatte, habe ich diese einzelnen Teile, obwohl die echt nicht groß waren, habe ich sogar noch getroffen und somit zerteilt. Was setzt das zusammen? Und damit war schnell klar, okay, diese Zahl können wir nicht mehr so schnell herausfinden. Wir brauchen die anderen zwei Zahlen, vielleicht haben wir da noch eine Chance, das irgendwie zu erraten. Ey, die sind gar nicht mal so schlecht, ne? Weil in diesen Eiskübeln oder Würfeln war eine Zahl, aber Laura ist halt einfach so stark, dass sie die Zahl kaputt gemacht hat. Und dann hat sie richtig agiert und hat gesagt, nein, wir widmen uns jetzt erstmal einem anderen Eiswürfel. Finde ich, ist gut. Das andere Team hat leider auch die Zahl zerschlagen, was jetzt nicht Teil der Aufgabe war, aber egal, sie tastet sich, glaube ich, ganz erfolgreich an die Zahl, die sie erraten muss. Eine Null. Das ist eine Null. Das ist safe eine Null. Ich fand, wir haben das auch richtig gut gemacht. Ja, also es ist safe. Safe ist das eine Null, ja. Und ey, wenn ihr zwei sagt, wir klopfen uns jetzt selber auf die Schulter, weil wir haben das gut gemacht, obwohl es eigentlich nicht gut war, ist es doch auch gut. Also man muss sich selber wirklich loben. Das ist schon die halbe Miete. Was ist das? Wie geht diese Scheiße auf? Also ich würde sagen, das ist eventuell ein Ghetto-Blaster. Und naja, du musst wieder diese Axt verwenden, die du auch schon verwendet hast bei den Eiswürfeln, um das Ding aufzumachen. Probier das doch mal. Blöd ist nur, dass ich sehr unmusikalisch bin und erstmal nicht so richtig gecheckt habe, was Sache ist. Ey, wir nehmen den Hinweis. Und dann bin ich zu den Hinweistafeln gegangen. Und vor allem, dass du noch
die richtige Ding, die richtige für das Teil erwischt hast. Mhm. Also was meint sie jetzt? Redet sie über einen Dildo oder worum geht's hier eigentlich? Dieses Teil, dieses Ding, weißt du, was ich meine? Dieses Ding halt einfach. Weißt du, was ich meine? So, ja, ja, siehst du. Aber ich dachte, also das habe ich dann gesehen. Ach so, okay, ja. Trotzdem. Ja, so trotzdem. Einfach, dass du wusstest, dass die Kassette zum Aufnahmegerät gehört. Weißt du, was ich meine, siehst du? Ist auch nicht selbstverständlich. Also finde ich voll einen krassen Akt von dir. Dann sollen die auch einen finnischen Satz übersetzen. Das ist so der dritte Teil der Aufgabe oder der zweite. Dann P.A. Palja. Ich kann nicht wissen, was ist nach O. Ich muss da wieder A, B, C, D, F, G, H, J. Ja, ich auch. Ich auch, Schatz. Aber es ist ja auch ganz normal, ey, man muss sich so viele Sachen im Leben merken. So, wann darfst du über die Ampel gehen? Wie oft musst du einatmen und ausatmen, damit du nicht umkippst? Dann soll man sich auch noch die Reihenfolge des Alphabets merken. Nee. Der Satz hatte, glaube ich, 8 Wörter oder so. 7, 8 Wörter. Das ist derbe schwer. Ey, übersetzt mal einen Satz mit 8 Wörtern, Alter. Also, nee. Das ist echt schon sehr anspruchsvoll. Ich habe gleich reichlich. Ja, welche Nummer ist das? Wie, welche Nummer? Ja, im Wörterbuch, Schatz. Ah, die Seitenzahl oder was? Oh, ja. Ja, Schatz, also dann hast du am Ende halt 7 so dreistellige Nummern und dann müssen wir uns halt entscheiden, welche dieser verschiedenen dreistelligen Nummern wir in dieses Zahlenschloss eingeben. Ich glaube, so ist die Aufgabe, oder? Wenn man weiß, wo welcher Buchstabe ist, dann kann man auch instinktiv mehr nach hinten oder nach vorne blättern, aber ich merke mir sowas nicht gerne an. Ach ja, da war ja das Problem mit dem Alphabet, ne? Dass man halt einfach nicht weiß. Zum Beispiel, wenn da Zylinder zu übersetzen wäre, dann geht man halt nicht instinktiv an den hinteren Teil des Wörterbuchs, sondern man fängt natürlich bei A erstmal an und guckt, ob sich das Z irgendwo dazwischen versteckt, ne? A, B, Z, nein, C, D, E, Z, nein. Nein, also man muss halt wirklich schon von vorne bis hinten immer alles durchforsten. Entweder Beine haben 2 Hunde. Es war halt nicht so einfach, aber es ging da, also. Wie viele Beine haben 2 Hunde? 8, ne? Oh nee, da muss man auch noch wissen, wie viele Beine ein Hund hat. Und das dann multiplizieren, Entschuldigung, mal nehmen, das ist mal nehmen, mal 2, gleich noch eine Wurzel ziehen oder so, dann wird's ja richtig deftig, ey. Ihr habt's, komm raus. Komm auf die Reihe, komm her. Geht's auf. Oh, Victoria und Laura sind kurz vorm Ziel. Und ja, Laura hat ja einen Tipp genommen, deswegen müssen wir jetzt eine Minute warten. Sie haben es geschafft, ich freue mich voll für die 2. Ich bin stolz auf dich. Ich bin auch ganz, du bist voll ruhig geblieben und was du mir zurück geblieben hast, ist die alles gut, okay? We made it, Süße. Wir haben es beide geschafft. 2 Vinierschwestern auf dem Weg zum Finale. Nein, aber da sind sie wirklich süß zusammen. Das finde ich richtig toll, dass die beiden sich auch so freuen und dass die Erfolg hatten. Definitiv. Wir rocken das komplett. Das hat uns so viel Selbstbewusstsein, ja, das war jetzt on top gegeben. Wir hatten davor schon Selbstbewusstsein, aber jetzt. Ey, keine Brustvergrößerung hatte diesen Effekt. Also kein neues Kinn, keine Wangenknochen haben uns so viel Selbstbewusstsein gegeben wie dieses Spiel. Sisters, Silikonsisters, ihr habt's geschafft! The bitches are back! Ach, Silikonschwestern, ja. Silikonschwestern sind halt einfach so Busenfreundinnen fürs Leben. Ich war schon für Joya und Olivia. Jetzt ist es so, jetzt werden die Würfel neu gemischt. Und dabei hatte sie sowas wie so eine nette Bekanntschaft, ja jetzt nicht wirklich Freundschaft mit Laura vor der Show. Aber das zählt ja alles nicht. Sie will die Schwestern, die Silikon- und Venierschwestern, Vicky und Laura einfach raushaben. Einfach, ne, raushaben. Aber nicht, weil sie eifersüchtig ist oder so. Einfach so, weil, ja, das weiß nur sie selber. Ich glaube, Denise hat eine gute Miene zum bösen Spiel gemacht. So kann man das nennen, wenn man so lacht. Schön, dass ihr wieder da seid. Jetzt kriegt das Team eine Belohnung dafür, dass Vicky und Laura gewonnen haben. Boah, geil! Was ist das denn? Ja! Du kannst die mit nichts glücklicher machen als mit hartem Zeug. Das ist doch auch schön anzusehen, dass man sich so doll über eine Wodkaflasche freut. Die haben heute so richtig gute Arbeit geleistet und jetzt wurden wir dafür belohnt. Voll, ist richtig schön. Ja, ist richtig schön. Ihr wurde richtig belohnt mit Wodka, weil das auch so gut ist für euch. Und dann tanzen die alle und machen hier so die Party ihres Lebens. Und dann verstehe ich nicht, was ist mit Sandra los. Sandra, Süße, ist das nicht so dein Cup of Tea?
Oder warum tanzt du nicht und feierst du nicht mit diesen Menschen? Dann haben die da also getanzt und auf einmal sitzen sie alle und dann passiert etwas wirklich sehr, sehr Unangenehmes. Es geht der Song los eines Rappers, der in diesem Raum sitzt. Ja, yeah. Laura. Ey, nein! Laura! Ich hab dir mitgeschrieben. Laura! Nur für dich. Laura! Also ich weiß nicht, konsumiert von euch jemand den Kevin als Rapper? So als richtig angesagten Rapper. Der Anfang ist natürlich schon vielversprechend, aber gucken wir mal, wie der Song weitergeht. Das Lied war für eine Frau, die heißt Laura Müller. So, das ist eine Frau von einem prominenten Schlagersänger und für die habe ich das eigentlich geschrieben. Und guter Zufall auf jeden Fall. So hat auch irgendwie gepasst. Ach, er schreibt selber seine Songs. Er ist ein richtig talentierter Musiker. Ich frage mich immer, wie die das so managen. Wisst ihr, also ich krieg hier meine YouTube-Videos gerade mal so auf die Kette. Und wenn die dann auch noch so richtig krasse Rapper sind und dann aber in diesen Shows dann für mehrere Wochen sind, wie läuft das dann? Laura! Achso. Es wird sogar noch ein Live-Gig draus. Das hört sich also sehr, sehr gut an. Laura! Wow. Wir beide sind ein Traumpaar. Du hast mich verzaubert. Du bist meine Laura. Mega, mega. Er hat auch so richtig gute Live-Skills, also Live-Singing-Skills. Er scheint schon sehr, sehr lange auch Gesangsunterricht genommen zu haben. Ich sage ja, nicht jeder kann Rapper werden. Man muss da echt talentiert sein. Wow. Für dich würde ich treu sein. Also ich muss sagen, ich würde voll gerne mal auf so ein Konzert von ihm gehen. Das wäre wirklich bereichernd auch für mein Leben. Ja, die fand das irgendwie so, ja, weiß ich nicht so. Die fand das bestimmt richtig toll. Also wer möchte nicht, dass irgend so ein Typ so ein Song grölt oder wie man das dann auch nennt. Ja, und dann ist da auch noch der eigene Name. So, Laura, du bist meine Laura. So cringe. Hat sie gerade cringe gesagt? Kam das jetzt nicht so gut bei Jan oder was? Ey, das ist ein richtig geiler Song, der nur für dich geschrieben wurde. Für mich hat den Eindruck gemacht so, ja, die fand's gut. Die fand das mega. Also die fand das richtig gut. Die wusste das nur erstmal nicht zuzuordnen, aber ich glaube, das hat richtig Eindruck hinterlassen. Ich schäme mich. Sie schämt sich dafür, dass sie Laura heißt, oder was? Ja, ich habe das ja auch mit Laura vorhin zusammen geguckt, mit meiner Laura. Und sie hat sich auch für einen kurzen Moment geschämt, glaube ich, dass sie Laura heißt. Das Problem ist, ich mache das nicht, ne? Warum denn? So, weil du mal was mit dem hast. Das Sharing is caring. Nein, trotzdem. Ich mache das auf gar keinen Fall. Nein. Oh, wie süß. Du machst es doch eh. Vicky ist so, oh, wie süß, dass du das hier so sagst. Aber ich weiß auch eh, dass du den Nacho reindippen lässt, wenn ich mal nicht da bin. Sandra und Tommy haben noch allen Ernstes miteinander rumgemacht. Und die Wimpern-Stylistin hat dazu eine Meinung. Never ever würde ich das machen. Ich würde noch nicht mal auf einer Parkbank rumlecken. Sie würde auf einer Parkbank ihren Partner nicht küssen. Ich meine, jeder wie er mag, ne? Aber für mich wäre das nichts. Also wenn ich meinen Partner küssen möchte, dann küsse ich den. Wenn ich jetzt mit einem Kumpel und meinem Partner unterwegs bin, ja, da werde ich bestimmt nicht so taktlos sein und die ganze Zeit an meinem Partner kleben. Nein, das nicht. Aber wenn man möchte in so einer Gruppe sich mal eine Zuneigung zukommen lassen, dann ist das doch in Ordnung. Und als würde der Kuss nicht reichen, bumsen Tommy und Sandra auch noch. Das gibt's ja mal gar nicht, ey. Wie schamlos seid ihr? Und es sind aber nicht nur Tommy und Sandra. Auch Ariel möchte mal Liebe bekommen und setzt sich auf ihren Partner im Wohnzimmer auch noch. Und dann machen sie da irgendwas. Ich weiß aber nicht was. Also Sex war das nicht, glaube ich. Nee, das ist mir jetzt aber auch wirklich ein bisschen niveaulos hier. Liebe machen in der Öffentlichkeit geht gar nicht. Gut, also den Part verstehe ich ja wirklich, weil ich meine, was war das für ein Move von der Ariel? So im Wohnzimmer, das hätte ich jetzt auch nicht gemacht, um ehrlich zu sein. Hier ist was los, ne? Hier ist was los. Hör mal, wenn das meine Mutter sieht, die sagt auch, wo bist du da gelandet? Aber was sagt deine Mutter, wenn sie sieht, wie du deinen Freund zusammen scheißt? Wie findet sie das? Oder ist das so von Mama so ein Erbe, das du mitgenommen hast? So ein bisschen Aggressivität? Die hat nur ein Röckchen an. Geht gar nicht, ey. Dann rennt die da auch noch im Röckchen rum. Wie peinlich ist das denn? Und als wenn das nicht reichen würde, geht die Wimpernstylistin jetzt auch noch ins Schlafzimmer, um sich einfach nur bettfertig zu machen, so nach den ganzen perversen Eindrücken, die sie bekommen hat. Und da trifft sie auch wieder auf zwei Liebende. Oh, weißt du, waren sie kurz vorm Kommen? Und dann schleicht sich die Alte da rein und fummelt in ihrer Tasche rum. Kann sie nicht draußen bleiben? Hallo? Ja? Gehst du schlafen? Ich mach mich jetzt gleich ready.
Genau, also ich bin gleich nochmal für 10 Minuten draußen, dann könnt ihr auch abspritzen und dann möchte ich aber auch gerne schlafen, okay? War ja auch nicht das erste Techtelmechtel, was ich dann mitbekommen habe, weil auf der Couch war ja auch, wo sollte man denn hin? Hier war ja Land unter. Sie dachte, sie geht in so eine Game-Challenge, ne? So eine Show, wo es um Spiele geht. Sie wusste ja nicht, dass alle da miteinander rumbumsen. Aber weißt du, die anderen Paare haben halt einfach Bedürfnisse, die sie gerne ausleben möchten. Oh Gott. Calvin, kannst du jetzt nochmal sagen, was da zwischen Vicky und dir lief? Also ihr hattet ja irgendwie mal was miteinander. Oh, ewig so. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Das war auch, das ist auch nichts, echt nichts Großes gewesen. So. Das war auch echt so zwischen Tür und Angel. Ja, also ich habe einmal meinen Nacho in ihre Momo gesteckt und das hatte weder Bedeutung noch hatte Spaß gemacht. Das war einfach nur, es ist einfach passiert. Dass Calvin und Laura sich nicht ganz verkehrt finden, ist den anderen auch aufgefallen. Und jetzt beleidigen die kleinen Mädels die Laura. Ja, passt so gut zusammen. Perfektes Pferdchen. Ja. Doch. Von Außen her schon. Ja. Charakter weiß ich nicht, aber von Außen her schon, finde ich. Wenn jemand zu mir sagen würde, ich passe zum Calvin, ne? Das wäre für mich kein Kompliment. Also weder vom Style her, noch von der Frise her. Also es wäre jetzt für mich nicht so das allergrößte Kompliment. Aber die Laura nimmt es als solches an. Charakter schon, ja. Ja? Ja, klar. Also vom Charakter schon. Wir haben uns zweimal unterhalten in der Sauna. Und das war schon, also kann ich schon definitiv sagen, ja, das passt charakterlich. Voll gut. Das ist Cock-Bloggerei. Ja. Okay, also es gibt ja so Travel-Blogger, Fashion-Blogger und es gibt jetzt wohl auch Cock-Blogger. Auf gut Deutsch gesagt. Ah, Cock-Bloggerei ist Deutsch. Auf jeden Fall. Viele von euch fragen sich doch bestimmt, wie mache ich jemanden an? Also wenn ich jemanden in einer Bar treffe, was sage ich als erstes? Hast du schöne Augen oder was weiß ich? Hier ist zum Beispiel ein richtig gutes Beispiel. Hast du da ein Tattoo? Wo? Ja. Und was bedeutet das? Ist das auch ein Cock oder was hast du da am Finger? Was bedeutet dein Tattoo? Nein, es ist ihr eigenes Sternzeichen. Sie ist nämlich eine Waage. Aber Wagen tragen auch schwere Gewichte mit sich, weißt du? Ja, ich glaube, das weiß sie, seitdem sie ihre neuen Implantate hat. Dass sie wirklich viel Ballast mit sich rumträgt. Ja. So auf den Schultern. Ja. Und deswegen können die auch viel verstehen. Das ist halt eine Waage. Und das sagt er, nachdem er ihr erklären wollte, woher er kommt und sie weder wusste, wo Deutschland ist, noch wo Westen ist. Die kann viel tragen, ne? Eine Waage kann viel. Deswegen muss. Aua. Also es läuft halt wie am Schnürchen. Ja, sie kann viel tragen. Ich meine, dann brauchst du auch nicht mehr Flink und Gorillas. Ne? Wenn sie einfach den ganzen Einkauf nach Hause tragen kann später, weil sie eine Waage ist, ist auch praktisch. Laura, Michael, ihr zwei seid das perfekte Team für diesen Frühsport. Viel Spaß. RTL ist so gemein. Es gibt jetzt hier eine Aufgabe, die sollen Laura und, wie heißt er, Michael zusammen bewältigen. Ja, und wie findet das die Wimpernstylistin? Richtig scheiße. Sie wollte die Bitches ja raushaben, damit sie nicht mehr mit ihrem Freund reden. Und jetzt soll ihr Freund alleine mit Laura sich in den Wald begeben. Na super. Ja, aber meine Frage. Frage? Ja. Seid doch nicht wirklich zusammen, oder? Oh, Laura. Erste Smalltalk-Frage. So, sag mal, du bist doch mit der Alten gar nicht zusammen, oder? Das kann doch gar nicht sein. Aber warum hat sie diese Befürchtung? Das ist so komisch bei Denise und Micha. So, die sind nicht so touchy. Also, wenn ich einen Boyfriend hier hätte, ich wäre ganz halt so. Ja, ich auch. Und so Händchen halten und. Genau, und wenn das ein anderes Paar anders auslebt, dann können die gar nicht zusammen sein. Also, ich meine, ihre Ansicht ist das Maß aller Dinge. Und wenn sie das so machen würde mit ihrem Partner und andere das nicht machen, dann ist das keine Beziehung. Es tut mir leid. Also, ich bin da auch sehr tolerant, ne? So, ich verstehe alles, aber das geht gar nicht. Die haben sich nicht geküsst, die sind kein Paar. Komisch bei euch. Seid ihr immer so distanziert zueinander? Was heißt distanziert? Wir müssen nicht. Hä? Wie, ihr müsst nicht? Ihr seid nicht zusammen, tut mir leid. Distanziert. Ein Paar ist nicht distanziert. Ein Paar klebt immer aneinander und sagt Schatz zueinander. Jeder führt eine Beziehung anders. Also für mich führt ihr keine Beziehung, es tut mir wirklich leid. Kannst du mir erzählen, was du willst? Ich muss dir nicht die Zunge in den Hals stecken, hier vor allen anderen, um uns zu beweisen, so, dass wir ein Paar sind. Ich kann dir auch einen Kuss geben, wenn wir allein im Zimmer sind. Nee, das glaube ich nicht. Also, das sehe ich nicht. Das zählt dann ja auch nicht. Wenn die Leute das nicht gesehen haben, dann tut mir leid. Was erzählst du hier eigentlich? Erzähl mir doch keinen vom Pferd. Dann kannst du auch gleich mit mir rummachen, wenn du eh nicht mit ihr zusammen bist. Ja, akzeptiert man, aber ich sehe halt da keine Leidenschaft, keine Liebe und so. Vor allem, als wurde sie um Genehmigung gefragt, ne? Akzeptierst du das, Laura? Und sie so, ja, okay, ich akzeptiere das ja, aber nein, es ist keine Liebe für mich. Die haben ja nicht unendlich viel Essen. Ja, und sie stehen scheinbar auch zu unterschiedlichen Zeiten auf. Und nun kommt Calvin in den Raum und es gibt kein Brot mehr.
Jetzt gibt's kein Brot mehr, oder was? Tommy lacht halt, ne? Und ich muss halt sagen, Tommy und Sandra verstehen das gar nicht, weil sie meinen, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und dann haben sie sich das ganze Brot gebunkert und sich 5 Brote geschmiert und 2 Müslis gemacht. Ja, wer zu spät kommt und das Brot ist weg, da können wir jetzt auch nicht. Wenn die dann nach 5 Stunden aufwachen, auch. Die beiden sind mal richtig sympathisch, ne? Wirklich richtig sympathisch. Aber diese Situation muss ich anders bewerten. Also es ist kackegal, wer wann aufsteht. Ihr solltet das wirklich fair aufteilen, finde ich. Und nicht hier alles wegschnappen. Das geht gar nicht. Jetzt müssen die kleinen süßen Mädels gehen. Traurig sind wir am meisten, dass wir diese schönen Menschen hier verlassen und die dann traurig sind, dass wir gehen. Also ich persönlich würde sagen, ihr hinterlasst leider Gottes kein allzu großes Loch. Also kein allzu großes emotionales Loch. Ich glaube, die werden nicht so lange traurig sein, aber ist egal. Also wenn ihr mal reden wollt oder so, ich weiß ja nicht. Irgendwie fühlt sich das komisch an hier so zwischen uns. Weißt du, Denise, das Ding war einfach nur, dass wir kannten uns ja eigentlich schon davor, weißt du? Und wir hatten eigentlich immer ein gutes Verhältnis, wenn ich in Köln war und so. Wir haben uns so gefreut. Du warst die Erste, die gleich aufgesprungen ist. Und ich habe mich übel gefreut, dich zu sehen. Ja, und gleichfalls. So. Und dann war es halt... Ja, gleichfalls. Also wenn die Gesichtsmimik auch zu dem gesprochenen Wort passt. Also gleichfalls. Ich habe mich auch mega gefreut, dich zu sehen, du Bitch, ey. Ja, und jetzt? Ein bisschen so seltsam, dass du dann ja dann so meintest, so hey, wir haben zu euch irgendwie nicht so den Draht. Und ich dachte mir so, hey, wir hatten aber doch schon davor voll den Draht zueinander. Ja, aber nicht hier drin. Ja, es ist mir doch auch egal, was wir vorher für einen Draht hatten oder ob wir Freundinnen wurden. Also hier wird einmal auf Reset gedrückt und wenn du nicht ab Tag 1 performst und mit mir redest, sondern viel lieber mit meinem Freund redest, der by the way auch voll gerne mit dir redet, dann ist das hier Ende im Gelände und dann fliegst du. Ne, wann haben wir mal gesprochen? Ich habe auch immer das Gefühl, wenn wir irgendwie in einem Raum sind, dass du irgendwie immer den Raum verlässt. Oder nein, das stimmt. Nee, also nein. Es kommt mir nur so rüber. Und ich sage nicht, dass du das extra machst oder so. Aber und dabei ist Denise die Erste, die, wenn Laura in einem Raum ist, mit ihrem Freund und mit noch jemand anderem, einmal nur kurz reinluschert und dann beleidigt davonzieht. Also sie hat ja jetzt auch nicht wirklich das Interesse, mit der Laura zu connecten. Ne? Aber es kommt ja halt einfach so vor. So, Laura, was stimmt nicht mit dir? Ich habe das Gefühl und mit den anderen, ich habe voll viel mit denen zu lachen. Oh, siehst du? Siehst du? Der fliegt fast auf die Fresse, da habe ich richtig was zu lachen. Mit dir habe ich gar nichts zu lachen. Du bist nie auf die Schnauze geflogen oder so, dass ich mal lache. Voll schade, weil ich habe mich gefreut. Ja, ich habe mich auch deswegen gefreut dann. Und dann werde ich gewählt und ich denke mir so, yo. Aber ich meine, ihr habt uns ja auch gewählt. Also ja. Da kannst du uns ja natürlich keinen Vorwurf machen. Natürlich, weil ich gehört habe, dass ihr uns wählt. Ach so war das. Ach, deswegen hast du mich gewählt. Ja, blöd gelaufen, ne? Ja, dann habe ich dich halt gewählt. War ein Versehen? Keine Ahnung. Irgendwen muss man wählen. Ja, klar. Aus dem Aspekt heraus bin ich auch nicht böse. Also irgendwen muss man wählen. Und wieso sollte man nicht die Frau wählen, die man vorher schon kannte und mit der man sich so im freien Leben gut verstanden hat? Das liegt doch auch nahe, dass ich dich gewählt habe, du Hässliche. Ich fand's halt komisch, diese Begründung, wenn du mir jetzt sagst, okay, du bewertest nur, was hier drin ist, okay. Dann ist in Ordnung, aber auch so rauslassen. Wäre ja auch unfair den anderen gegenüber. Ja, also es wäre ja auch unfair, wenn ich dich irgendwie netter behandeln würde, nur weil wir uns kennen. Das geht ja mal gar nicht. Ich bin hier die Königin der Fairheit. Fairness oder was weiß ich, ne, des Gleichgewichts. Also, es wäre auch unfair, sag mal, Laura, wo denkst du denn hin? Aber ich finde es zum Beispiel auch seltsam, zum Beispiel zu mich habe ich voll den guten Draht. Ich finde das auch schön. Ja, eben, aber so... Ich hoffe nur, dass auf diesem Schminktisch kein Messer liegt, ne? Weil Denise findet das, glaube ich, so schön, dass Laura und Micha einen guten Draht haben. So schön, dass sie ihr, glaube ich, einfach die Gurgel aufschneiden würde, am liebsten gleich, ne? Dann heißt es ja eher, dass du die Entscheidung getroffen hast, weil du ja anscheinend irgendwie von mir enttäuscht bist oder so. Nein. Oh Gott, sie hat mich ertappt. Nein? Stimmt ja mal gar nicht. Also ich habe das gar nicht entschieden. Wieso hat Micha was anderes erzählt? Meine Meinung ist, jetzt ist alles geklärt. Ich habe wirklich kein Problem mit euch. Null. 0,0. Also 0,0. Und wie glaubwürdig ich gerade bin, wahrscheinlich auch 0,0. Also 0,0. Ne? Ich habe euch richtig lieb. Mhm. Aber ich würde mich freuen, wenn das einfach so ein bisschen besser läuft bei uns. Fände ich schöner. Ja, lass dich mal drücken. Ach nee, vielleicht hast du Corona. Fände ich schöner. Ciao. Aber das ist ja auch jetzt geklärt. Mehr oder weniger. Also da muss ich sagen, verstehe ich die Laura, weil da wäre für mich gar nichts geklärt. Ich könnte mir vorstellen, selbst jetzt nach dem Gespräch, dass wir von den beiden gewählt werden.
Was heißt denn hier selbst nach diesem Gespräch? Gerade wegen dieses falschen Gesprächs werdet ihr gewählt. Ich habe halt schon so manchmal das Gefühl, dass sie halt vielleicht ein bisschen eifersüchtig ist oder so. Ein bisschen eifersüchtig ist gut. Guck mal, das ist so ein Moment. Also nach diesem so tollen, klärenden Gespräch könntest du doch jetzt einfach da dich der Gruppe zu, wie nennt sich das, anschließen und einfach mit denen quatschen. Aber sie guckt rein, sieht Laura und dann so, nee, kein Bock, ich geh. Ich hab das Gefühl, dass er so ein bisschen flirty ist. Der Micha soll also flirty sein. Lass uns doch mal diese Sequenz anschauen. Wir haben es gleich geschafft. Dann kann ich meine Haare glätten und mich schminken. Yes. Geil. Dann habe ich auch wieder gute Laune. Vielleicht. Maybe. Maybe. Also ich habe da jetzt keinen krassen Flirt gesehen. Ich muss diese Lampe mal kurz ein bisschen bewegen, weil ich glaube, die Kamera, weil die so hinter der Lampe ist und ich glaube, das wird ja gleich heiß laufen. Wir probieren das jetzt mal so. Grinst dann immer so und schaut mir so voll tief in die Augen. Vielleicht ist er auch einfach nur nett zu dir, ne? Weil wenn du sagst, du musst dich schon wieder schminken zum 10. Mal, was soll er denn großartig dazu sagen? Bis wieder irgendwas kommt. Laura, geh bitte zum See. Oh, voll schön. Aber gibt Schlimmeres, oder? Gibt Schlimmeres, komm. Ich muss sagen, ich sehe da keinen krassen Flirt an der Stelle. Aber es gibt ja auch Frauen, die denken, sobald ein Mann nett zu denen ist oder mit denen redet, dass er direkt auf dich steht. Weißt du, was ich mir auch schon gedacht habe? Vielleicht sind die ja nicht dumm und spielen das nur. Was macht es für einen Sinn, ob du als Freund oder als Paar reingehst? Wir sind ja vier Marionetten. Nein, nicht Beziehung spielen, sondern vielleicht haben die ausgemacht, dass er so mit mir ein bisschen flirty ist, dass ich den Fokus verliere oder so. Ich glaube nicht, dass die beiden so schlau sind. Dass die sich vorher geplant haben, dass er dann flirty ist, damit Laura den Fokus verliert. Also ich meine, Laura wirkt eh so, als hätte sie den Fokus vor Jahren verloren. Das glaube ich nicht, dass die das jetzt nochmal extra so geplant haben. Also ist das creepy? Also wir so dumme Trottel sind, dass wir einen Typen den Fokus verlieren. Ja, niemals. Ähnlich. Aber Es ist schon ein bisschen komisch, dass wir den ganzen Tag dann tatsächlich über Micha und Denise reden, ne? Aber nein, wir verlieren hier nicht den Fokus. Aber lass mal bitte nochmal ein bisschen mehr über die reden. Ja, keine Ahnung, wie strange ist es. Er ist so offen uns gegenüber. Er ist wirklich nett. Ja, er ist einfach nett. Also ich finde mich jetzt auf jeden Fall ein attraktiver Mann, klar. Ich finde ihn super. Aber sowas macht man nicht. Also ich finde, sie findet den Micha einfach geil und sie projiziert ihre Gefühle auf den Micha. Wisst ihr, was ich meine? Also ich glaube, der Micha flirtet nicht mit ihr, aber sie kann das einfach nicht. Freundlich mit einem Mann umgehen. Und deswegen denkt sie, er steht auf sie, weil sie eigentlich auch auf ihn steht. Keine Ahnung. Aktuell beträgt euer Kontostand 96,250. 96.000, ja. Ja, sorry. Ist auch irgendwie fast das Gleiche, ne? Also 96 Euro als Gewinn wäre jetzt auch nicht schlecht. Die müssen sich bei der nächsten Aufgabe 6 Begriffe merken in der Reihenfolge. Und wenn sie sich das durch die 2 Teampartner da aufteilen, muss sich halt jeder von beiden 3 Begriffe merken. 3 Begriffe merken. 3. Easy. Das kriegt man schon noch hin, glaube ich. So doof sind wir auch nicht. War das jetzt eine Frage von seiner Seite oder war das wirklich so eine Aussage, hinter der er steht? Ich weiß es nicht. 3 Begriffe können viel sein. Machen wir uns jetzt fertig? Wir müssen eine Challenge schaffen. Mach dich mal fertig. Ja. Dann bleib mal im Bett liegen. Du musst mich nicht voll quatschen. Du quatschst doch hier die ganze Zeit. Ich mache nichts. Mach dich fertig. Du quatschst doch die ganze Zeit. Du hältst doch nicht eine Minute mal deinen Mund. Oh, was für eine schöne Beziehung. Oh Gott. Da will man doch direkt vergeben sein, oder? Also ich glaube, halb Deutschland hat direkt die Tinder-App gezückt und hat sich gedacht, jetzt möchte ich gerne einen Partner haben. Ja, so ist es. Wie eine Frau. Oh, Girl, das geht gar nicht. Was soll denn das? Also ich meine, was heißt denn das? Wie benimmt sich denn eine Frau? Wie benimmt sich ein Mann? Du nervst mich. Du mir wieder tanzen? Von einer ja, Frau? Niemals. Nie. Ich sterbe lieber. Ja, das ist ein Quatsch. Dann sterb mal. So. Richtig. Jala, mach dich fertig. Du mir auf der Nase rumtanzt. Ich sterbe lieber. Wow, also ich finde auch, beide sind gar nicht in ihrem Ego, ne? Und dann wieder dieses Mann-Frau-Gedöns. Was soll die Scheiße? Ich bin halt wie so ein Dampfkessel. Ich gehe halt hoch und dann explodiere ich. Und das kann ganz schön oft passieren. Das sieht man. Und ich muss sagen, an der Stelle habe ich dafür aber auch irgendwie so... Ich kann das nachvollziehen. Weil ich glaube auch, der Weg, den sie gegangen ist, der macht
echt einiges mit dir. Ne? Wir haben auch darüber hier beim Gucken gesprochen. Ich meine, die Pille bei der Frau kann schon so viel mit dir machen. Und ich will einfach nicht wissen, wie das ist, wenn dein kompletter Hormonhaushalt verändert wird. Das kann einen, denke ich, sehr, sehr reizbar einfach machen. Lass uns die Männer Männer sein. Du bist aber kein Mann, sorry. So wie du dich verhältst heute. Ganz, ganz schlimm. Also ganz, ganz schlimm, dass die immer das so festmachen daran, wie sich ein Mann zu verhalten hat und eine Frau und sich dann quasi sagen, du bist kein Mann, du bist keine Frau. Also es war wirklich sehr, sehr hard to watch. Ey, bist doch Psycho. Mach doch eine Therapie wirklich. Ja. Mach du doch eine Therapie. Unfassbar, kann ich nicht verstehen. Bei dir hilft schon keine Therapie. Na, bei dir ist, wa? Also ich meine, sie hat ja bestimmt auch eine Therapie gemacht, sonst hätte sie die Umwandlung gar nicht vornehmen lassen können. Aber auch damit so sich zu beleidigen und zu provozieren, also pff, wow. Aber da müssen sich auch zwei finden, damit da nicht einer davon wegrennt. Also sie müssen beide ziemlich kaputt sein, damit das so fortgeführt werden kann. Keine Ahnung, was bei ihr auf einmal los war. Sie hat die ganze schlechte Laune gehabt, sie wird ja nicht mehr weiter diskutieren. Das ist das Problem. Weißt du, was ich meine? Sie ist nicht mehr mitgekommen. Richtig. Ja. Hier war schon zu bei ihr. Hier. Ja. Es gibt einen Boden bei ihr, wo es zu aufhört. Mhm. Ich finde, dann könntest du ja auch aufhören. Also ich meine, wenn du ihr irgendwie überlegen wärst, ne, geistig, dann könntest du an der Stelle sagen, okay, ich sehe gerade, bei ihr ist Ende im Gelände, dann höre ich auf. Aber du bist ja mit drauf eingestiegen, also bist du kein Stück besser. Schau mal, wer da am Ende die Hosen anhat. Weißt du, was ich meine? Safe. Mich kann man nicht so schnell schlagen, es funktioniert nicht. Aber weißt du was? Bei Frauen. Wenn du die Hose runterlässt, dann hast du die Hose an. Das ist ein No-Go. Das kann nie sein. Mich interessiert halt so, wie es dazu kommt, dass er so Angst hat davor, seine Hosen zu verlieren. Also wie verunsichert muss er im Inneren sein, dass er so eine Vorkehrung trifft, damit die Frau bloß nicht irgendwie dominanter oder stärker in seinen Augen erscheint. Ein Löwe kann das nicht akzeptieren. Das geht nicht. Ich habe diese Charakter einfach. Nein, also das hat auch gar nichts mit dem Löwen zu tun. Das ist einfach ziemlich lappig, was du hier von dir gibst. Er ist der Löwe. Ich träume davon. Ich bin so glücklich, dass sie das so einstuft, weil sie war ja mit im Raum und ich habe jetzt nur so gedacht, oh Gott, bitte, 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 Denise. Bitte sieh das so wie ich. Du wirst nie bei mir die Hose anhaben. Vergiss es. Vergiss es. Nimm das aus dem Kopf sofort. Schmeiß weg. Abfall. Und das war's. Wer möchte nicht, dass der Partner so über einen redet? Abfall. Das war's. Ich schmeiß dich weg. Ich möchte einfach nur weinen, wenn ich das sehe. Ich bin es nicht. Ich bin zu stark dafür. Du bist alles andere als stark. Das sei dir einfach mal gesagt. Ich hoffe, er guckt dieses Review und erkennt, dass er wirklich, wirklich Hilfe braucht, weil er sich etwas vormacht. Ich finde aber die passende Frau, die auch versteht. Das ist der Mann. Und der hat auch seinen Platz als Mann. Ich bin ein Löwe. Ich gehe auf Jagd. Und ich finde die passende Beute. Du hast doch deine Freundin. Guck mal, nur weil das jetzt hier gerade irgendwie nicht gepasst hat, spricht er schon davon, dass er auf die Jagd geht. Und jetzt wird's aber nochmal schlimmer, weil jetzt spricht er über Oberflächlichkeiten, über die Physik. Kubik, das weiß ich auch. Ich liebe kubige Frauen. Hier gibt es davon schon welche. Ich mache mich auf Jagd, aber ordentlich. Boah, ich würde, also wenn mir das jetzt zugetragen werden würde an ihrer Stelle, dass mein Partner im Schlafzimmer so etwas gesagt hat, würde ich mich trennen. Weil das ist hochgradig giftig einfach. Gut bestückt bin ich auch, Junge. Ich bin ein schöner Mann. Gepflegt bin ich auch. Ich rieche gut. Er muss sich das jetzt einmal alles einreden, damit er so künstlich seinen Selbstwert hochschraubt. Man kann doch nicht sagen, hör mal, ich zeig dir dann, dass ich mir hier drinnen noch jemand anderen hole. Würdest du so reden? Hör mal, was meinst du, was das hier geben würde? Ja, also ich glaube, der Fußballer würde dann da lebendig nicht rauskommen. Aber da wären deine Aggressionen halt auch wirklich angebracht. Wenn man das mit einer Ernsthaftigkeit sieht oder sagt, jemanden bewusst zu machen oder bewusst machen zu wollen, pass mal auf, wenn du hier nicht parierst oder dich nicht richtig benimmst, dann nehme ich mir noch hier drin eine andere, weil hier ist ja jemand, die auf so Typen wie mich steht. Das geht, also wenn man es ernst nimmt, geht das gar nicht. Ich habe das jetzt mit einem lachenden Auge gesehen, aber ernst, würde ich sagen, hör mal Junge, da hat der Maurer ein Loch gelassen, da ist die Tür. Das ist aber auch die einzig richtige Vorgehensweise. Und das würde auch jeder Partner, der halbwegs irgendwie gesund ist oder gesünder als der andere, der sowas sagt, so würde dann auch jeder reagieren und abhauen, dem gar keine Plattform geben, sich sowas gar nicht erst, also tschüss. Ich kann ja gar kein Auto fahren, ne? Also ich mache gerade den Führerschein, aber auch Automatik, weil ich krieg das irgendwie nicht gebacken. Das ist eigentlich einfach. Wow. Oh mein Gott.
Ja, aber für sie ist es vielleicht nicht einfach. Alter. Sandra Mustefan, ich nenne sie jetzt Sandra Vettel oder Sandra Räikkönen. Die hat rumgedüst mit dem Auge. Ich war einfach hinten, waren alles eingesammelt. Blub, blub. Die beiden sind so süß, ne? Wer hätte gedacht, dass Ex on the Beach so ein tolles Paar hervorbringt? Guck mal, wie er sie lobt. Weiter! Weiter, Schatz! Yeah. Weiter, du Spiel! Yeah. Ich höre es gar nicht mehr. Ich raste auf! Und die beiden dann so im Kontrast, also da auch immer Lob an die Produktion, das haben die auch schon gemacht bei Michelle und bei ihrem Freund da, bei Sommerhaus der Stars, da haben sie immer ein gutes Paar gezeigt, das Yoga-Paar, das, und dann die im Vergleich, wo man sich so denkt, Alter. Wie man sich schreien, obwohl nichts ist. Kann man auch mal die Schnauze halten manchmal, ja, oder? Das könntest du dir auch mal hinter die Ohren schreiben, mein Lieber. Also da hätte sie auch nicht besser drauf reagieren können. Halt einfach mal selber die Schnauze, okay? Und der Fisch. Boah, sind wir schlau! Und seid ihr süß. Also dieser Part wirkt natürlich ein bisschen einstudiert so, aber ihr freut euch einfach gemeinsam. Ja! Jetzt das! Ja, sowieso. Bitte! Ja! Okay, wir haben das Beste versucht. Ja, und dann im Vergleich dazu dann so ein Paar, was es noch nicht mal irgendwie hinbekommt, so ineinander zu verschmelzen und sich so zusammen zu freuen. Nichtsdestotrotz bin ich immer noch stolz, dass wir das so gemacht haben. Aber Didi ist immer stolz auf dich. Man kann bei den beiden auch gar nicht sagen, wer wirklich schlimmer ist. Weil sie sind beide einfach so auf dem gleichen Level. Also ich hoffe für die beiden, dass die sich entweder gemeinsame Hilfe suchen oder es einfach wirklich lassen. Weil das sieht nicht genüsslich aus. Denise hat leider vergessen, einen Gegenstand aufzusammeln. Das war nämlich die Aufgabe, dass man die in dieser Fahrt dann aufsammelt, die Gegenstände. Und sie hat den Weihnachtsbaum vergessen. Und ich glaube, sie ärgert sich so ein bisschen. Ich kotze, wenn ich Bäume sehe ab jetzt. Nein, was für entspannen. Ja. Ich hasse mein Leben und mich selber gerade. Ich dachte, der gehört zur Deko. Dieser Baum, ne? Dieser Baum. Ja, also sie ärgert sich halt ein bisschen, habe ich gesagt. Also sie hasst ihr ganzes Leben. Und da gibt's auch kein Miteinander, dass die sich irgendwie freuen über die Gegenstände, die sie gefunden haben. Also das Glas bei ihr ist auf jeden Fall auch immer halb voll. So, fahr mal. Oder was? Wollen wir jetzt hier Brutzeln fahren? Was ist das eigentlich? Ist das eine Penispumpe oder was? Ey, wer braucht so einen Scheiß auch? Oh nö, Süße. Sei doch nicht so pessimistisch. Also man kann sich natürlich immer auf die eine negative Sache konzentrieren und alles Positive nicht sehen. Aber wie schade ist das denn? Und die haben sich auch nicht umarmt und gar nichts. Also ich finde Lauras Einstellung so, dass sie sagt, die sind doch gar nicht zusammen. Sowas geht nicht, weil das ist nicht mein Ideal. Finde ich, ist ziemlich extrem, ne? Aber ich muss halt so als Außenstehender auch sagen, so eine Beziehung wäre halt auch gar nichts für mich. Ich bräuchte halt auch mal zwischendurch so eine Umarmung oder so ein Küsschen oder irgendwie sowas. So ein bisschen wie Tommy und Sandra. Ja, Leute, sagt mir, was ihr darüber denkt. Ich werde mich jetzt verabschieden und sage tschüss. Bis morgen.